So Leute, da sind wir wieder. Neue Runde Slay the Spire. Zweiter Akt mit der giftigen Stillen steht an. Ich wollte ja unbedingt mit ihr irgendwas Giftiges spielen und bisher ist es uns auch ganz gut gelungen mit den Kartendrops hier. Giftige Dämpfe haben wir zweimal, giftiger Stich haben wir zweimal. Jetzt haben wir uns noch das Nachbild genommen und den schwebenden Drachen dazu. Und jetzt schauen wir mal, dass wir im zweiten Akt möglichst bald das Handwerkszeug, oder wie das heißt, uns holen irgendwo. Damit auch das hier die ganze Zeit proc. Oder wir holen uns zu unseren Abwurfkarten, weil erst dann kriegen wir ein Mana, wenn wir eine Karte abwerfen. Zu unseren Abwurfkarten hier Akrobatik und Überlebenskünstlerin noch weitere Abwurfkarten dazu. Dann könnte das eigentlich auch ganz gut klappen. Unser Gold ist nicht ganz so viel, den Schlüssel haben wir schon komplett. Defensive Relikte hier mit seltsam glatter Stein, Wolframsstab. Und dann gucken wir mal hier. Da ist ein Händler. Da oben. Dann würde ich aber lieber den links oben nehmen. Dann haben wir da mehr Geld. Kurz gucken, ob da alles passt. Jawohl. Dann würde ich sagen, gehen wir links rum. Nehmen die Fragezeichen mit. Nehmen hier das Feuer mit. Ne, das Lagerfeuer mit Elite, Händler, Kampf, okay. Gut, gehen wir hier rein. Ah, praktisch gegen die greifen nämlich an für 5x1. Das negiert komplett mein Wolframsstab. Dann können wir erstmal getrost die giftigen Dämpfe ziehen. Den giftigen... Ja, ist das Stich, ne? Genau. Neutralisieren einen und meucheln einen. Fällt der mal zu Boden. Das müssen wir nicht spielen, weil wie gesagt, wird ja komplett negiert. Und dann beenden wir. Genau, der Wolframsstab setzt hier ein. Ich setze mich ein bisschen hier rein. So, dann kann man das alles schön sehen. Wunderbar. Gut, geht's weiter. Nächster giftiger Dampf. Der will jetzt für 3 angreifen. Ich den hin? Na, hin kriege ich nicht ganz. Mal so. Und verschwimmen. Dann behalten wir auch ein bisschen Block. Das Gift zieht wieder rein. Haben jetzt schon 5 giftige Dämpfe pro Runde. Der fällt dann gleich tot um. Der ist jetzt ein bisschen stärker. Der jetzt angreift 5x2. Ah, er greift für 13 an. Schau an. Dann müssen wir ihn jetzt... Naja, wir können das Nachbild ziehen. Wir können ihn so und so und verteidigen und verteidigen. Haben wir genügt. So, der greift jetzt an. Der Block war ausreichend. Gut, und jetzt ist der rechte. Wir haben 3 Block. 2x5 ist 10. Da reicht ja das und das. Und das. Und das. Ja, egal. So. Dadurch, dass wir den seltsam glatten Stein haben, haben wir damit immer einen Block mehr. Nachbild verschafft uns auch einen Block mehr und der Wolframsstab verringert den Schaden um 1. Also jeweils quasi 3 Schaden weniger. Schauen wir mal hier. 5x3 Schaden hilft mir nicht so viel. Die Messer helfen mir eigentlich nur beim Nachbild. Es gibt auch eine Macht, dass egal welche Karte du spielst, der Gegner vergiftet wird. Und das mit dem Messer passt auch ganz gut zum Nachbild tatsächlich. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir es mit. Ist auch nicht so teuer. Nur 1. Ja, komm. Messer sind cool. Ich habe zwar nicht den klassischen Messer Spielstil jetzt. Nee, das brauchen wir nicht. Aber allein zum Nachbild passt es ja trotzdem ganz gut. So, den Freund Schnürschuh können wir erstmal neutralisieren.
und ihn meucheln und ihn vergiften. Und block. Um die 7 Schaden zu blocken. Er hat drauf Panzerrüstung. 10. Ich mache die giftigen Dämpfe. Spiel die Expertise. Damit ich den hier krieg. Genau, und wenn ich eine Karte abwerfe, müssten wir einen Mana zurückbekommen. Genau, wir haben jetzt 12 Block, das reicht. Dann können wir die giftigen Dämpfe ziehen. Haben jetzt schon 5 giftige Dämpfe wieder aktiv. Gut. Jetzt macht er 2x6. Jawohl. Fünf und fünf ist 10. 2 Karten gezogen, reicht mit Nachbild. Ich kann ihn Knie stoßen und wieder ein bisschen vergiften. Und in der nächsten Runde kriege ich 5 Block. Durch meine Ausweichrolle. Wieder 2x6, genügend Verteidigungskarten auf der Hand. Ach, es reicht eh. Kann ich die Expertise noch ziehen? Mach mal Gift oder... Mach mal den Kniestoß tatsächlich. Mach mal den. Ich meine, er hat schon 14 Gift drauf, ne? Verschwimmen habe ich drauf. Machen wir mal so. Dass mein Block hoch genug ist, genau. Vergiften wir ihn langsam hier, so, genau. Eine Runde hat er jetzt noch. Ich kann ihn neutralisieren. Ich kann ihn angreifen. Ich kann ihn angreifen. Und fertig. Brauche ich nicht. Was haben wir denn hier oben? Geschick und Fertigkeits. Okay. Und da fällt er um. Easy. Okay. Noch ein Messertanz. Ich will lieber den Rückwärtssalto. Ich will lieber auf den Block gehen. Mit den 2 Karten ziehen auch. Ah, ein Händler. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Oh, wende 6 Gift an. Sobald dieser Gegner stirbt, erleiden alle Gegner Schaden in Höhe seiner maximalen TP. Das war... das. Die Karte kenne ich anders. Die Karte kenne ich, dass das Gift weitergereicht wird. Oder täusche ich mich da jetzt krass? Das ist nice to have. Kartenentfernung ist auch nice to have. Haben wir da denn noch viel Blödsinn drin? Die kleinen Schläge kann ich rausmachen. Ich glaube, ich mache einfach einen kleinen Schlag raus. Ja. Und fahre fort, weil hier oben kommt ja nochmal ein Händler. Dann gehen wir hier rein. Wir wollen links rum. So, dann die giftigen Dämpfe auf jeden Fall aktivieren, das Meucheln aktivieren. 9 und 15 reicht fast. Moment, ich kann noch das hier so machen, dann kriegen wir nicht den zurück. Genau, so, so, und ja. Ein Schaden geht durch, ist nicht so schlimm. Der rechte fällt dann um. Nein, ich nehme gar keinen Schaden. Wolframsstab und so. Hehe. 2x6, 12. Nochmal Gift. Und Abwehr und nochmal Gift auf den vorderen. Und Block. Okay. Jetzt nehmen wir aber einen Schaden. Das kann der Wolf. Ne, nehmen wir sogar mehr Schaden. Weil wir verwundbar wurden. 7 Schaden. Wir sind noch verwundet. 2 Runden. Okay, hier ist der Rückwärtssalto. Ist gut. Dann nehmen wir den Block für Verschwimmen. Und nehmen den Block für... Genau. Beende. Dass wir hier alles blocken können. Und vertrauen auf unsere 5 Gift pro Runde. So. Oh, jetzt greift er an. Können wir ihn schwach machen.
Hätte ich erst ein Nachbild ziehen sollen. Nachbild, genau, Nachbild ist gut. Dann kriegen wir jetzt immer ein Block, ein Block, ein Block und nochmal Block. Haha, und den 20. Schaden übernimmt der Wolframsstab. Buff. Hehehe. Perfekt. Perfekt. So. Kriege ich ihn jetzt down? Nee. 3, 4, 8. Sogar eine Blockkarte weniger gereicht. Und tschüss. Okay, bis auf den einen Angriff wieder ziemlich gut durchgekommen. Hier, oh, wende Gift an. Naja, eh klar. Lagerfeuer. Wie viel macht es dann? 7. Angeboren. Ist halt nice. Ich glaube, ich nehme das Angeboren mit. Es ist von vornherein. Ja, ja, ja. Von vornherein. Erste Runde. Gleich aktiv. So, genau. Ich setze mal den. 12. So, noch mal 2 Karten. So. Okay. Das können wir auf jeden Fall noch ziehen. Okay, jetzt haben wir schon 11. Sehr schön. Und dann machen wir die 3 Schaden oder die 5? Ich glaube, ich nehme die 5 Schaden mit. 5 Schaden, 3 Schaden. Ja, nehmen wir die 5 Schaden mit. Gut, komplett geblockt. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Spielen die obersten 3 Karten rein. Okay, 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 okay. So, 3x6, 18. 9, wenn ich eine Karte wegschmeiße. Ja, auf jeden Fall erstmal die Dämpfe. Dann schmeißen wir die Karte weg. Dann können wir die beiden noch spielen. Wunderbar. Und bleibt sogar ein bisschen was übrig. Jawohl. Verschwimmen lässt es da. 21. Wir können ihn schwach machen. Und dann noch 15. Dann vergiften wir ihn noch mal ein bisschen, spielen die Expertise, jawohl. 15, noch mehr giftige Dämpfe. Ja, und den Block, wenn wir es können. So, okay. 4x6. 4x6. Ziehen wir hier. Hier kleinen Block weg. Jawohl. Ziehen wir den hier. Und den hier. So. Wunderbar. Wieder komplett geblockt. Jetzt macht er schon 30. Ja, macht er nicht. 20. Zieh mal Karten nach. Die kleine hier weg. Genau, ziehen den Messertanz. So. Ziehen die hier. Und ziehen die hier. Jawohl. Der 20. Schaden geht auch komplett weg. Zack. Wolframsstab und so. Okay. Es kommen immer ausreichend Blockkarten nach. 15. Das, das, das und das. Oh, mit Verschwimmen bleibt jetzt auch einiges übrig. Cool. Okay, und jetzt reicht der Schaden. Sehr schön. Trankgürtel. 2 Slots mehr. Cool. Was kriegen wir hier? Ich nehme nicht einen zweiten Messertanz mit. Das ist eigentlich gerade ganz schön ausgeglichen. Würde ich sagen. So. Nachbild. Giftige Dämpfe. Meucheln.
Und den hier. Und die Ausweichrolle für 5 Block in der nächsten Runde geschenkt. Nachbild und große giftige Dämpfe schon aktiv. Was macht das? Die nächste Karte wird doppelt gespielt, okay? Den können wir mal neutralisieren. Wir können den Block verschwimmen lassen, dann bleibt der. Greifen ihn an und greifen ihn an. Der linke muss als erster fallen. Bleibt ordentlich Block übrig durch Verschwimmen. Er will, dass ich leide und dann leide ich halt. Aber nicht arg. 13, 6. Dann reicht es ja. So. Und das war's. Immer wenn ich eine Nicht-Angriffskarte spiele, kriege ich ein Benommen. Ja, dann spiele ich jetzt einfach keine Karte mehr. Der linke fällt um. Macht mich schwach, interessiert mich nicht so arg. 16. Einmal. Gimme. Okay. Ich hab doch jetzt. Nee. Wenn ich jetzt die spiele, werfe ich doch eine Karte ab. Ja. Dann kommt mein Drache, genau. So, 6 oder hier das hier. Na? So, dann kann ich das nämlich komplett blocken. Jawohl. Sehr schön. Block ist weg. Er macht keinen Angriff. Sehr gut. Dann kann ich den hier machen. Den hier machen. Beende. Zweimal 11. Das machen wir so nicht. 8 wieder 16. Ja, dann spiele ich das, was ich hier habe. Wieder komplett geblockt. Und in der nächsten Runde fällt er um. Ja, geht ja super geschmeidig hier. Ja. Eis bräuchte ich noch, das Relikt Eis. Da wird dann Energie aufgehoben. So, Gold und eine Karte. Was kriegen wir denn? Nein. Ich gehe links rum wegen Händler. Was können wir denn? Ah, cool. Lagerfeuer automatisch geheilt. So, Sneko. Nachbild. Giftige Dämpfe. Meucheln. Mehr Mana nächste Runde. Speziell, wenn ich dran denke, dass wir jetzt verwirrt sind. 8. Oh, ziemlich billig jetzt hier. Gut. Jetzt sind wir sogar verwundbar. Da kommt aber mein Neutralisieren. Ziehe 3 Karten, wirf eine ab, umsonst. Die Messer tun wir mal weg. So, die Abwehr bleibt so billig, sehr schön. Verschwimmen. Auch noch mit. Die giftigen Dämpfe nehmen wir mit. Sehr schön. Jetzt greift er für 16 an. Wieder recht billig hier. Was ist denn da los? Hallo, Dri. Okay. Das können wir ziehen. Und das können wir ziehen. Wieder mit Verschwimmen. Bleibt wieder ein bisschen was übrig. Hättet schon 17 Gift drauf. Wieder plus 5. 22. Jawohl. Das heißt, wir müssen nur noch 14 Schaden auf ihn machen. 8. Erreicht. Und tschüss. Sehr schön. Sneko-Öl. Und ich krieg eine... Oh, Terror.
Terror setzt du halt einmal gegen einen großen Boss oder so, ne? Dann kostet es sogar 0. Kommt, nimm mal mit. Weil die ist dann auch erschöpft, blockiert mich nicht mehr, setze ich einmal und gut ist. So, was haben wir denn hier? Wieder die. Können wir uns aber nicht leisten. Adrenalin wäre auch cool. Oder wir machen wieder einen kleinen Angriff weg. Ja, machen einen kleinen Angriff weg. Wir uns gerade so leisten hier. Dann gehen wir ins Fragezeichen. Ach, doch ein Gegner. Schlangenpflanze. Wir gehen übers Nachbild. 3x7. Meucheln geht allebei. Dann können wir uns... Haben wir schon eine Karte weggeworfen? Nein. Tu mal den Messertanz weg. Jawohl. Und den Kniestoß. Dass wir hier das Mana in der nächsten Runde kriegen. Genau, haben wir jetzt 4, jetzt greift uns nicht an, macht noch das Neutralisieren, ziehen die Expertise. Oh, kriegen doppelte giftige Dämpfe, hallo. Jawoll. Ich brauche unbedingt noch den Katalysator, das ist eine Angriffskarte, die den Giftwert auf den Gegnern verdoppelt bzw. verdreifacht sogar. Super gut. So, 3x7. Wir haben noch fast keinen Block. Und wir sind jetzt auch gerade gebrechlich und schwach. 4, 3, 4. Dann spielen wir den. Spielen wir mal den, weil dann kriegen wir auch immer einen Block geschenkt. So, so, so. Und den. Oder den. So, dann. Spiele die obersten drei Karten deines Nachziehstapels. Das machen wir jetzt mal. Ah, Block, Block, Block. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, reicht. Und Verschwimmen haben wir ja auch aktiv. Hat sich rentiert. Haben wir jetzt 10 Block übrig. Und sparen uns die. Können ihn terrorisieren, können ihn neutralisieren, können uns etwas blocken, spielen die Expertise. Einmal 5, 15, reicht dicke. Können ihn Knie stoßen. Für das extra Mana jetzt im nächsten Zug, sehr schön. 6 Block und jetzt können wir durchziehen. Jawoll, jawoll, jawoll. Tschüss. Gut, flüssiges Bronze, Trank zurück und wir kriegen ein Schwach. Das ist gut. Nehmen wir mit. Die Schwäche nehmen wir mit. Ah, das lesen wir, das Buch. Das lesen wir. Noch ein Schaden. Und noch ein Schaden. Und wir kriegen der erste Angriff, der in deinem Zug gespielt wird und 2 oder mehr kostet, wird 2-mal gespielt. Haben wir einen Angriff, der 2 oder mehr kostet? No. Muss ich mir noch einen holen? Nimmst du dieses Relikt, wirst du verflucht. Das ist ein Fluch, den kann ich nicht aus dem Deck nehmen. Ist jetzt schade um die TP. Aber dadurch, dass ich eh nicht so krasse Angriffe habe. Ja, aber vielleicht kriege ich halt noch krasse Angriffe. Also so Zweier-, Dreier-Angriffe, versteht? Wird dann doppelt gespielt. Der Fluch ist halt das Blöde. Ich überspring's tatsächlich. Jetzt schade um die TP. Eigentlich sind die Bücher immer ziemlich stark. Habe ich bisher immer genommen. Aber jetzt tatsächlich absichtlich dagegen entschieden. Wegen dem Fluch. So. Des meuchelnden Vorderen. Den hinteren machen wir ein bisschen schwach auf die Brust. Machen dann das Verschwimmen noch dazu. War das jetzt ein Fehler mit dem Buch? Ich weiß es nicht. Sollte man das immer nehmen? Einfach blind? Habe halt schon überlegt jetzt so von wegen, irgendwie, ne. So,
So, machen wir ihn mal für zwei Runden schwach. Dann hat der nur 5, 4 Messer. Zack, zack, zack. Und wir haben kein Verschwimmen mehr, ne? Wirf eine Karte ab, dann können wir noch eine Karte ziehen. Na, sehr schön. Und alles auf den vorderen. Damit der nicht zu stark wird. Hält jetzt die Schwäche durch. War das jetzt ein Fehler mit dem Buch? Verdammt der Axt. Ich nehme den mal raus. Mach die Abwehr. Spiel die Expertise. Okay, okay, okay. Dann haben wir da 10. Kann ich... Nein, kann ich die giftigen Dämpfe spielen. Linke fällt um, rechter, ein Schaden wird geblockt. Uhu, Wolfram Stab. Oh je. Was mache ich denn da jetzt? Ich nehme erstmal eine kostenlose, sehr gut. Nehmen wir den hier auf die Hand. Dann die nächste Karte in diesem Zug wird zweimal gespielt. Brauche ich das jetzt? Warte mal, das sind 12, 18. Ja, ist schon doof. So, das reicht. Können wir noch terrorisieren. Und Dingens habe ich eh nicht auf mir drauf. Verschwimmen. Kann ich mir Benommenheit ein bisschen sparen. Das habe ich komplett geblockt. Sehr schön. Nur über die Tränke möglich. Können wir hier nochmal giftig zustechen. Den Messertanz ziehen. Jawohl. Ausweichrolle spare ich mir. Jawohl. Eine Runde noch überstehen. 2x6, 12. Ja, das schaffe ich. Zack. 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 Warte mal. Oh. Land ja. So. Mana kann ich nicht mehr einsetzen. Buff und tschüss. Okay. Was kriegen wir? Verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Ah. So. Dann automatisch geheilt, sind fast voll geheilt, sehr schön. Dann können wir hier gucken. Dann kostet das 0, ne? Einmal. Immer 3 Gift. Mehr Block. 8 Block dann. Elf Block. Für 2 Runden schwach. 6 Block. Das ist halt eigentlich ganz solider Block dann, die Ausweichrolle. Das sind halt 4 mehr. Das sind effektiv 3 mehr. Halt über 2 Runden, aber. So, der Sammler. Den meucheln wir erstmal. Und vergiften ihn. Und kniestoßen ihn. Jawohl. Nachbild haben wir aktiv. So, die giftigen Dämpfe. Ultra wichtig. Um auf lange Sicht den Schaden zu machen. Ja, ich kann ja alles spielen hier. Ich spiele mal erstmal die hier, um zu gucken, was da noch so kommt. Die kann ich auf jeden Fall mal spielen. 14 brauche ich ja nur. Ich habe kein Verschwimmen, ne? Ne, dann machen wir es so. Jawohl. Und nehmen die Stacheln mit. Da immer ein bisschen zusätzlich Schaden durchkommt. Genau, der hier. Und der hier. Und der bufft jetzt ordentlich. 21 Schaden. Setze ich mal auf den hinteren die Schwäche. Ja, setze ich auf den hinteren die Schwäche. Setze den doppelten Block hier.
das tut jetzt ein bisschen weh. Vier Schaden und 14 Schaden. Aua. Okay. Vielleicht doch anfangen, von den vorderen jemanden rauszunehmen. Die giftigen Dämpfe möchte ich aktivieren. Dann der hintere ist noch schwach. Nehmen wir mal den hier. Die Ausweichrolle und noch einen großen Block. Nehme ich die Geschicklichkeit oben noch mit. Nehme ich noch mit. Ist zwar ein bisschen spät. Na, aber es reicht. Für die Runde reicht's. Muss ich schon ein bisschen was setzen. Hab ein bisschen Angst. Nur noch 38 Leben und der hintere greift schon mal ziemlich derb an. Du gehörst mir, ach ja? Okay, es greifen nur die vorderen an. Nehme ich mal die auf die Hand. Und... Na, einen sollte ich jetzt schon rausmachen. Warte mal, der ist dann verwundbar. Reicht es dann? Ne, reicht nicht, ne? 7 Schaden. 14. 3, 6, 9. 50% mehr. Das werden dann nur 4 Schaden sein. 4, 8, 12. Reicht nicht. Den Block kriege ich komplett durch. Hier beim Block. Gut. Gut. Ich gehe über den Block. So, so, so. Nimm mal vorne den Schaden so mit. Genau, damit er sich schön verteilt. Der Boss ist schon mit 16 Gift aufgeladen. So, stärkt noch mehr. Oh ja, jetzt wird's langsam ekelhaft. Jetzt wird's langsam ekelhaft. Okay, die vorderen beiden fallen jetzt tot um. Das ist schon mal sehr viel wert. Dann machen wir das so. Und so. Das ist im Endeffekt mehr Schaden. Okay. Die Schwäche hilft ja auch arg. So, die sind schon mal weg. 27. Okay. Haben wir noch 21 Leben. Macht er jetzt? Jetzt ist er verwirrt. Fabelt. Können wir den setzen? Den setzen. Und den setzen. Dann habe ich Block in der nächsten Runde. Genau, der ruft jetzt wieder seine Untertanen. Die haben aber wenigstens keine Stärke mehr. Schwach beendet. Das können wir ändern. So. Akrobatik setze ich. Der kleine Block geht weg. So, kriege ich zurück. Dann machen wir hier, warte mal. 14, 24, 32. Okay. Können wir den spielen? Können wir Verschwimmen spielen? Und können den unerwarteten Hieb spielen. Ich gehe jetzt langsam darauf, den hinteren zu fokussieren. Der braucht nicht mehr lang. Nein, der braucht nicht mehr lang. Okay, haben wir 10 Block über. 33, eine Runde muss ich überleben. Okay. Kann ich wieder die Terrorkarte... Ach nee, Schmarrn, das war ja die... Moment... Wieder 14, 24, 32. Ja gut, die kriege ich hiermit. Terrorkarte wegschmeißen. Gift auf den hinteren. Messer, 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 Messer. Und nehmen wir den auch noch mit, weil wir es können. Gut, und in der nächsten Runde fällt er hier um. Okay, komplett geblockt. Und zack, zack, bumm. Sia. Hehe.
Ja, cool. Zwischendrin hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Bammel als vielleicht gemerkt. Nicht so viel Leben. Und er kann halt wirklich hart angreifen teilweise. Und dann keine Blockkarte auf der Hand. Aber ich bin mit meiner Block-Verteidigungs-, meinem Verteidigungsarsenal eigentlich echt zufrieden hier. Vier kleine Blockkarten. Hier 5, 6, 7, 8, 9 Blockkarten und 24. Mehr als jede dritte Karte ist eine Blockkarte. Nachbild verschafft mir zusätzlich Block und ich habe eine. Zwei Schwachkarten noch dazu und eine zwei Nachziehkarten. Mechaniken, Expertise und Akrobatik. Das passt eigentlich ganz gut tatsächlich. Und der Wolframstab hat mir schon einiges an Schaden erspart. Immer wenn du eine Karte ausspielst, füge allen Gegnern einen Schaden zu. Doppelgänger. Da kann ich halt dann einen Zug richtig krass Sachen ziehen, ne? Wenn Gegner mal einen Zug nicht viel machen oder so. Auch mit Nachziehkarten. 1000 Schnitte ist halt so, ne? Zwei Schaden. Phantomkiller bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich tatsächlich mehr übers Gift gehe. Doppelgänger habe ich noch nie probiert. Klingt eigentlich ziemlich stark. Einmal ein starker Buff. Und das ist halt so, läuft halt dann so mit. Immer wenn du eine Karte ausspielst. Ich habe ja doch ein paar Nullerkarten, ne? Also ziemlich billiges Deck tatsächlich. Lauter Einserkarten, ein paar Nullerkarten. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich nochmal einen Mana krieg. So viele Mana-Karten habe ich nicht, ne? Dass ich Mana generiere. Nur den Kniestoß. Das heißt, die kann ich jetzt nicht über alle Maßen aufladen. Ich nehme die 1000 Schnitte. Ein Mehrpunkt. 1000 Schnitte auf die Gegner und noch vergiften. Hä, die müssen leiden vom Allerfeinsten. So, was haben wir hier? Oh nein! Nehme ich aber den hier. Heilige Rinde. Verdoppelt den Effekt von Tränken. Denn das ist Blödsinn. Nur 6 Karten. Ich habe ja doch ein ziemliches starkes Deck mit vielen Karten zu ziehen. Und allein mit meinen Messern auch. Hier. Wären das allein ja schon 4 Karten. Das ist sinnlos. Das kleine Haus ist so rundum sorglos Paket. Ein Trank, bisschen Gold, bisschen Max TP, eine Karte wählen und eine zufällige verbessern. Oder halt die Trankeffekte verdoppeln. Bringen mir jetzt die zwei Tränke nicht so viel. Aber ich kann tatsächlich. Was ist jetzt hier besser? Ich habe vorher Max TP verloren, ne? 63. Ich glaube, ich nehme das winzige Haus. Ich habe zwar 5 Trankslots, aber die Tränke sind ja so schon stark. Und die dann zu verdoppeln, den Effekt von denen, hat mich noch nie so ganz überzeugt. Kann stark sein, aber ich nehme das kleine Haus. Ah, Verschwimmen verbessert, das ist gut. Krieg ein bisschen Gold, krieg einen Blocktrank und ich krieg eine Karte. Oh, auch noch verbessert. Füge 10 Schaden zu, ist der Gegner vergiftet, füge nochmal 10 Schaden zu. Ja, super. Und 5 Max TP. Wunderbar, sehr schön. Ja, Leute, das war der zweite Akt. Hat gut funktioniert. Komm gut durch mit meiner giftigen Stillen. Mal schauen, ob unser defensiver Gift, Bild hier auch im dritten Akt bestehen kann. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar. Und wenn ihr wollt, im nächsten Video dritter Akt. Na? Bis denne.